Hallo, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um Photoshop-Tutorial für Anfänger. Also ich zeige euch, wie man mit Photoshop ein Bild freistellen kann. Und zwar, wir haben das Bild schon angefügt, wie Sie gemerkt haben, und jetzt wollen wir einfach mit all diesen Werkzeugen einfach das Bild freistellen. Sie wissen schon, wir haben die Möglichkeit, mit diesem Rechteck auch das Bild freizustellen oder mit dem Lasso, wie Sie sehen, oder mit dem Werkzeug oder mit dem hier, oder wir haben ganz verschiedene Werkzeuge hier, die wir benutzen können. Wir beginnen einfach mit dem ersten Werkzeug, und zwar dem Rechteck. Also wir markieren die Stelle, die wir zum Beispiel freistellen wollen. Wir wollen zum Beispiel nur diese Stelle hier einfach freistellen. Sie sehen schon, die Stelle wird schon markiert, wie Sie gemerkt haben. Und dann haben wir die Möglichkeit, einfach zu kopieren, was wir markiert haben. Mit der STRG-Taste C kopieren wir, was wir hier gemacht haben. Und dann können wir eine neue Datei einfach öffnen, und dann können wir dort anfügen und einfach weiter bearbeiten. Sie sehen schon, was wir gemacht haben. Also, und von daher würde ich gerne euch nochmal beibringen im nächsten Video, wie man mit dem Lasso auch freistellen kann und mit dem Werkzeug hier Schnellauswahl auch oder mit diesem Freistellungswerkzeug. Also bleiben Sie einfach dran. Ich freue mich auch einfach für das Zuschauen.